Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir befinden uns jetzt hier auf der Pyramide in der Schattenwelt. Ja, meine lieben Leute, ihr habt richtig gehört, denn im letzten Part haben wir uns das Master Schwert geholt und sind Aghanem gegenübergetreten, der uns aber nach unserem Sieg hierhin verbannt hat. Denn nun gilt es hier, 7 Mädchen zu befreien. Und dafür müssen wir die 7 Verliese hier aufsuchen. Und ja, wir wissen natürlich sofort, was das heißt für uns. Auf geht's, und da ist ein Herzteil, dass wir uns natürlich direkt eine Runde grapschen. Tada. Ein Herzteil und damit Herzcontainer. Uiuiuiui, wir haben jetzt also schon einiges für unsere Lebensenergie getan. Und ja, es wurde uns auch schon direkt eingezeichnet, wohin unser Weg geht. Denn der Palast der Dunkelheit ist nun das Ziel, wo wir also unser erstes Mädchen befreien sollen. Die sind ja alle Nachfahren der 7 Weisen. Zumindest ist es das, was der gute alte Sahasrara uns soeben zu verstehen gegeben hat. Ja, lass uns hier ein bisschen umschauen, gucken, wohin wir hier so kommen. Palast der Dunkelheit, genau, es ist Richtung Osten. Der ist sehr, sehr gefährlich und sehr zäh vor allem. Die machen super viel Schaden und halten auch super viel aus. Die haben so komische Köpfe auf jeden Fall und sie droppen sehr, sehr oft auch eine Bombe. So, ich bräuchte jetzt eigentlich einige Rubine. Eigentlich fällt mir da dann was ein, wohin ich da gehen könnte. Aber das wäre halt in einer anderen Welt wieder. 4 Bomben, ja, nehmen wir trotzdem mit. Da unten kommen wir noch nicht lang. Ich gehe jetzt erstmal gern Osten, einfach nur um mich hier umzuschauen, um meine Orientierung ein bisschen zu finden. Und ja, wie gesagt, Aghanem hat uns verbannt und ja, wir machen jetzt das Beste draus und schauen mal, was wir hier so erreichen können. Und keine Sorge, wir sind jetzt nicht für immer aus der Welt von Hyrule weg. Nein, wir können tatsächlich auch da irgendwann wieder zurück. Auch mit Hilfe des Zauberspiegels ist es uns ja nun mal möglich, dort wieder zurückzukommen. Ich muss einmal kurz eine SMS lesen, Leute. Sorry. Ja, alles schick, kein Problem. Ja, wir gucken uns jetzt hier, wie gesagt, erstmal weiter um. Nee, hier bin ich viel zu früh. Eigentlich könnte ich mir jetzt hier noch ein Herzteil holen. Die Frage ist, ob das jetzt Sinn macht. Ich lasse es erstmal, weil hier komme ich später sowieso noch hin. Und das ist einer der beschissensten Orte des gesamten Spiels, wie ich finde. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen wartet ab, bis wir wirklich selber das dort aufsuchen. Und ja, das hier ist jetzt wirklich so Richtung Palast der Dunkelheit. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich nicht doch mal kurz nochmal zurückgehen sollte in die Welt von Hyrule, weil ich genau weiß, dass ich hier um die 300 Rubine brauche. Ich hätte jetzt schon mehr gehabt, dadurch, dass ich 100 Rubine ausgegeben habe. Ärgerliche Geschichte. Ja. Also ich glaube zumindest, dass es 300 Rubine sind, die wir brauchen. Wenn ich das jetzt nicht irgendwie noch falsch in Erinnerung habe, also ja, wir kommen hier durch. Ist alles schön und gut. Das hier ist so ein kleines Häuschen. Da können wir auch reingehen. Die Frage ist nur, ob uns das was bringt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich gehe da einmal kurz rein, wenn ich den Weg finde. Hier durch dieses große Dingens, da müssen wir auf jeden Fall durch, wenn wir zum Palast wollen. Aber gerade möchte ich hier einfach nur gucken, wie ich hier vielleicht auch noch wo was anderes finde. Aber ich glaube, so viel ist hier nicht mit Geheimnissen und so. Ja, wir sehen uns hier erstmal um. Also, da erinnere ich mich auch echt nur noch so bröckchenweise dran. Wie komme ich denn hier rein?
Ach so, ich hätte da einfach nur rumgehen müssen. Okay. Naja, ist ja auch nicht das Problem, dann gehen wir oben jetzt rein. Ist, glaube ich, so ein Geschichtenerzähler oder sowas drin. Ist auf jeden Fall nicht der Palast. Okay. Typi. Mit dir reden wir gleich, aber erstmal machen wir das hinten auf. Sind hier Rubine? Nee. Herzen. Ist natürlich gut zu wissen, dass man hier mal seine Energie einmal auffrischen kann. Hallo, Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nur dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja, auch ich suchte einst nach der goldenen Macht. Und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. Solange werde ich so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich. Was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Tja, so eine Art Geschichtenerzähler ist er halt, wie gesagt. Und ja, Infos sind jetzt eher rar. So mega spannend sind die also nicht, diese Informationen, die er uns hier zuteil werden ließ. Aber okay. Immerhin. Wow, 8 Bomben? Die droppen auch Bomben? Ich weiß, dass diese komischen Springdinger hier primär Rubine droppen. Das ist mir noch im Kopf gewesen. Aber sonst. Halt die Fresse. Diese Kackvögel auf Doom hier. Ja, die Gegner hier sind auch ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr herausfordernd als die in Hyrule. Wobei auch die in Hyrule teilweise echt ziemliche Probleme machen können. Also ist nicht immer alles nur so Friede, Freude, Eierkuchen und so. Alter, wie schnell die teilweise auch rennen können hier, ist schon echt ein bisschen merkwürdig. Aber ich sag ja, bevor ich hier irgendwie den nächsten Palast betrete, möchte ich mich hier erstmal umgucken. Wir müssen ja hier jetzt auch nicht durchrasen wie die Bekloppten irgendwie. Sie sind nicht auf der Flucht. Ich weiß, wir müssen Mädels retten, aber das ist mir gerade mal egal. Ich möchte mich hier erstmal umgucken. Ich glaube, hier befindet sich nachher auch irgendwie noch ein Dings. Wie heißt es denn? Ein Teleporter oder so. Ah, hier auch. Hey, Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Ja, 20 Rubine, okay. Du wirst es nicht bereuen, Kumpel. Ah, also hör zu. Ich habe erfahren, dass im Teich bei der Flussquelle ein kleiner Kreis aus Steinen ist. Ich weiß es zwar nicht genau, aber es kann ja nicht schaden, da was hineinzuwerfen, oder? Eine tolle Geschichte, was? Das geht so, ne? Ich lese noch mal kurz eine SMS, weil mich hat gerade noch eine erreicht. Ja, ich antworte auch später, aber jetzt gerade nicht. Ja, was kann ich denn noch sagen jetzt hier? Also diese Info von diesem Erzähler gerade kann durchaus interessant sein und ich glaube, da kriegen wir sogar was. Ich glaube, da kriegen wir sogar was, wenn wir da was reinwerfen. Also dunkel erinnere ich mich daran noch, aber das ist echt zu lange her. Naja, wir werden es sehen. Wenn wir da irgendwann hinkommen. Und jetzt nachher kommt es dann auch bald, dass wir die Dungeons in einer anderen Reihenfolge auch machen können. Aber das werdet ihr dann sehen. Weil die meisten machen das sicherlich so, wie es eigentlich angedacht ist. Ich aber nicht. Ich mache das anders. Weil ich dieses Mal was komplett Neues ausprobieren will. Und ich da gehört habe, dass das auch geht. Und ich guck mal, wie das dann ist. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle oder eben nicht. We will see. Aber ich bin guter Dinge. Yo, 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 yo. Ich glaube, ich werde mich hier wirklich jetzt mal erstmal wegteleportieren. Ich stelle mich irgendwo hier so hin oder so. Ich stelle mich hier hin. Genau. So, und dann nehme ich mir wieder meinen Bumerang, meinen coolen. Halt die Gusche. Ist ja nicht so, dass sich das irgendwie großartig lohnen würde hier, wenn wir die Gegner in die Knie zwingen, weil... Warum? Wir kriegen ja hier keine Erfahrungspunkte.
Wir können dadurch nur ein paar Rubine verdienen oder eben Herzen wiederkriegen oder Pfeile oder sowas. Bringt aber jetzt ja halt nicht viel. Nee, das ist hier nicht richtig. War das weiter westlich? Hier unten, glaube ich. Sprich, hier, wo wir gen Wüste gegangen sind, war das hier nicht links irgendwo? Weiter, 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 weiter. Ja, hier unten konnte man, glaube ich, irgendwie... Verpisst euch alle. Ja. Hier nämlich, hier war ja diese Höhle. So, okay, Kumpel. Oh, hier gibt es ja schon mal Rubine ohne Ende. Ich glaube, der gibt nämlich ganz gut Rubine. Ja, notfalls müssen wir hier eh in diese Höhle immer wieder reingehen. Dann kriegen wir auch ordentlich. Ah, ich suche die Höhlen östlich des Hylia-Sees. Dort gibt es einige Seltenheiten zu finden. Ah, schade, der gibt uns nicht so viel. Aber ich gehe hier trotzdem nochmal rein, eben weil ich weiß, dass unter diesen Krügen hier einiges an Rubinen zu finden ist. Das ist ja nicht schlecht hier. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Rubine pro Dings. Nicht schlecht. Das mache ich jetzt noch zweimal. Und dann habe ich erstmal genug für den Augenblick. Ja, ich halte das für eine ganz gute Möglichkeit, so, um wirklich ein bisschen Geld zu farmen. Wie gesagt, einmal mache ich das jetzt noch, dann bin ich bei 378 und ja, das sollte eigentlich ausreichend sein. Zumindest soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ha, da war gerade Schnapszahl, 333, muha, muhihi. Alles schicki, Mickey. Okay. So, 378. Sollte ausreichen. Zieh dich. Zieh dich. Zieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Zieh dich. Schade, dass ich das Herz da nicht kriege. Naja. Egal. Gibt Schlimmeres. Sonst gehen wir wieder zurück. In den östlichen Bereich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich könnte notfalls auch jetzt die Karte zu Rate ziehen. Ha, Karte zu Rate. aber ich glaube, das ist nicht nötig. Jetzt raus und dann gen Osten. Verzieh dich, du Rotbarsch. Welch Beleidigung. Nun gut. Nichts ist dort. Nichts hat er mir hinterlassen. Sack. Menü. Ja. Genau da. Aber war hier nicht ein Feenbrunnen sogar? Ja. Dann kannst du mich gleich noch einmal bezirzen. Ja, ja. Ich entspanne mich ganz bestimmt. Nur weil du mich hier anzauberst und an... Prut, prut, prut. Was auch immer das genau mal heißt, ne? Plubbelbums und so. So, hier sind wir jetzt wieder... in der Schattenwelt. Genau. So, das heißt also, wir gehen jetzt hier hoch und gehen jetzt hier wieder durch. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Rubine, bin ich der Meinung. Es müssten wirklich mehr als genug Rubine sein jetzt. Also, kein Problem. Wow, das wäre fast knapp geworden mit ihren Sperren, die sie da nach mir werfen. Nee, das brauche ich nicht. Aua! Ich bin genau reingerannt, ey. Nicht zu spät gesehen habe, dass der jetzt wirklich da gerade eine Bombe hingeschmissen hat. Aber okay, es ist nicht so schlimm. So, hier geht's dahinter lang. Diesen Weg hatten wir jetzt eigentlich schon mal kurz. Aua! Habt ihr gesehen, wie viel Schaden die machen? Ey, das ist richtig übel. Lass mich in Ruhe. Okay, ich glaube, ich muss hier rein. Oder? Ich glaube es. Aber auch nur. Nee. Nee.
hier lang, hier jetzt aber. Ich bin Kiki der Affe. Rubine liebe ich über alles. Schenkst du mir 10 Rubine? Dankeschön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Guck mal, der hat einen roten Arsch. Ist das ein Pavian? Sehr geil. Okay, egal. Fakt ist, wir brauchen diesen kleinen Stinker noch. Denn hier oben haben wir den Palast, den es jetzt hier zu betreten gilt. Und ja, passt auf, was jetzt passiert. Für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Ach, 100 nur? Sehr gern, das macht 100 Rubine, her damit. So knuffig, wie das Viech da mal hochhüpft. Danke dir, Kiki. Jo, hier haben wir also den Palast der Dunkelheit. Aber den gucken wir uns im nächsten Part an. Und bis dahin, tschüss.